Na ja, so eine Viertelstunde fährt er los. Um 12.45 Uhr geht dann die Rückfahrt in Richtung St. Georg. Hier natürlich ein Haufen Leute.
ich mich wieder sputen, dass ich zur Lok vorkomme. Aber diesmal bleibe ich ruhig. Wird schon erreichen. Ich gehe natürlich nicht über die Gleise, ich bin ein Vorbild. Ich gehe am rechten Weg entlang und dann durch die Unterführung und dann wieder nach oben. Ja, muss ich rennen. Alle. Hast du genug Kohle aufgelegt? Ja, ja. Gut.
Muss aufs Klo, Jonas. Ich hab schon gesagt, ich bin nicht mehr. Und der kommt schon. Jetzt muss ich mich ja wieder beeilen, dass ich noch nach Drehberg runterkomme.
Da habe ich Glück gehabt, dass ich hier den Dampfsonderzug mit der Lokbespannung 72-96 Grad noch erwischt habe. War ganz schön stressig. Ja, das macht er auch.
wirklich grün und wirklich. Das ist wirklich grün und das hier oben ist so nett. So, mit dem Zug fahre ich jetzt rüber zum Betriebshof. Und geschwätzt wird da viel Großinvestitionen und so weiter. Und das die S-Bahn-Verlängerung und so weiter und so fort. Und ja, abwarten. Rede tun Sie viel, kommen Sie. Nur wird es auch nicht fertig. Wir haben jetzt hier zwar die ersten Begehungen, weil die Decke jetzt endlich mal fertig ist und sowas, aber ich habe gesagt, dass das so funktioniert wie mit diesem Dach da oben. Macht mir bei alles so schön. Das Ding ist ja auch anscheinend ein bisschen zu steil. Also die Einfahrt und die Ausfahrt sind zu steil. Ja, aber genau jetzt haben wir die Spur von 16 Gleisen auf 8 Gleisen. Egal, ob es nicht gut ganz Gleisen sind oder nicht. Das ist für einen Hauptbahnhof, so eine Landeshauptstadt, zu wenig. Das kann eigentlich nicht funktionieren. Das kann nicht. Selbst auf dem Darmann eigentlich. Das ist ja eigentlich absolut. So, jetzt fährt er mit seiner 218er Diesellok zum Ablaufberg hoch und wieder zurück. Jetzt hat es mir zu der Runde nicht gereicht. Muss ich aber bei der nächsten Runde mal mitfahren. Ich stehe jetzt hier bei den Eisenbahnfreunden Zollernbahn in Rottweil. Heute findet der 14. Rottweiler Dampftage wieder statt. Das machen sie jedes Jahr. Das Wetter ist hervorragend, wollen wir noch mehr. So, jetzt fährt er mit der Diesellok den ab.
Gleis, bitte.